Hallo, Hallo, ich bin Michael. ich bin Maria. Wie lange bist du schon in der Schweiz? Ich bin der Schweiz seit 1 Jahr und 8 Monate. Super, sehr gut. Und hast du dich schon eingelebt? Bist du schon zu Hause oder noch nicht? Noch nicht, ich wohne im Sozialhause. Ich muss Arbeit finden und dann, wenn es selbstständig ist, und dann ich suche eine Wohnung für mich. Und hat dir der Kurs schon geholfen dabei? Entschuldigung? Hat der Kurs dir schon irgendwie geholfen bei dem, also beim Bewerben oder so? Keine Ahnung. Du suchst Arbeit, hast du gesagt? Ja. Aber das Problem ist, erst muss ich auch Deutsch gut sprechen. Und ich warte auch vor die Migrationszeit etwas, weil ich komme aus Angola in Afrika. Hier in der Schweiz muss warte vor Antwort vor Immigration. Nicht gleich von den Leuten kommen, zum Beispiel in Brasilien. Gibt einen Prozess und dann ist differente Prozesse, nicht gleiche für brasilianische Leute zum Beispiel. Bei Jacqueline, wie lange bist du bei Jacqueline im Kurs, im Deutschkurs? Aha. Mit Jacqueline 6 Monate. Und hat dir der Kurs geholfen schon, der Deutschkurs? Ist schon was Ja, besser für dich? sehr schön. Schon. Ja, ganz besser. Super, sehr gut. Ganz besser. Tipptopp. Sie Und helfen mir jeden Tag vor den Deutschkurs. Und hast du eine Erfahrung vielleicht, von der du erzählen möchtest, was gut war, irgendwas, wo du zum Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel, dass vielleicht dein Arbeitskollege oder dein Berater hat gesagt, oh, sie sprechen schon besser Deutsch oder so, sowas vorgekommen irgendwie. Hast du schon Feedback von anderen Leuten irgendwie erhalten, dass du irgendwie Fortschritte machst? Ja, ich habe mit die anderen Leute spreche manchmal. Gibt es zum Beispiel hier in Thurgau eine Organisation für Lebensmittel und dann gibt es viele Leute spreche Deutsch. Manchmal ich gehe vor 2 Tage pro Woche, weil ich Sprache ein bisschen mit Leute spreche, weil ich wohne nur mit Kollegen und dann diese Kollegen auch sprechen nicht so gut Deutsch. Und dann ich spreche mit anderen Leuten und die Schweizer Leute sprechen Deutsch, für Praktikum mache. Weil wenn ich habe, zum Beispiel, wenn ich nur zu Hause bleibe und dann ich habe wenige Kontakte mit Leuten spreche und dann das ist ein bisschen schwierig zum Sprechen. Dann, wieso gehe ich manchmal außerhalb für Kontakte mit schwarzen Leuten nehmen. Das ist gut, ja. Das ist wichtig. Das machst du gut, ja. Hast du heute noch vor? Was möchtest du heute noch machen? Heute, am Morgen, ich bin an dieser Adra gegangen. Am Abend. Ich koche gerne. Super. Und was kochst du so gern? Was kochst du so? Reis mit Pulle und Gemüse. Was machst du so am Wochenende? So, was machst du so normalerweise so? Normalerweise am Wochenende, zum Beispiel am Samstag, gehe ich in Kirche gegangen. Am Nachmittag manchmal zurück nach Hause. Und Samstag mag ich Sport machen.
und Super. joggen, Velofahren, mit Leuten sprechen. Ja, das schon. Cool. Sehr schön. Du hast vielleicht eine Frage im Kopf, die du fragen möchtest? Woher kommen Sie? Ich komme aus Deutschland. Ja. Ich komme Aha. aus Deutschland. Ja. Aus Super. Ostdeutschland auch. Ich weiß nicht. Aber du bist ja in der Schweiz, du weißt nicht so Bescheid über Deutschland. Nehme ich an. Oder? Weißt du was über Deutschland? Ja, Also, weiß es schon. gibt Ostdeutschland, Westdeutschland, das Ja, weißt du. genau. Ah, okay. Ich komme aus dem östlichen Teil. Aha. Was machen Sie am Wochenende? Am Normalerweise? Wochenende, also ich koche immer Plinze für die Familie. Aha. Zum Frühstück mache ich immer Plinze, oder? Plinze ist so wie Pfannkuchen, Pancakes, Pancakes. Aha, Und okay. das, ja, dann fahren wir zum Sport. Ja, die Kinder haben Sport am Wochenende. Wie lange sind Sie hier in der Schweiz? In der Schweiz schon 14 Jahre, so um die 14 Jahre. Wow, schon lange. Ja. In der Schweiz. Die Ja. Familie, nur deine Frau oder hast du Brüder, oh, Schwester? Leider nicht, ich bin Einzelkind. Ah, okay. Meine Familie ist auch nicht in der Schweiz. Also nur meine eigene Familie ist hier in der Schweiz. Ja. Aber jetzt Na, schön. Mutter, Onkel, Tante oder die sind alle nicht in der Schweiz. Die Okay. leben alle in Deutschland. Aber ich denke jetzt nicht so schwierig, weil du hast deine Familie auch Ach, mit hier. für mich spielt keine Rolle. Ich brauche nur meine Familie, oder? Das ist die Oma, die sieht man manchmal, oder? Also die Enkel, mit denen skypt man oder oder telefoniert man oder so, oder über WhatsApp, Sprachnachrichten oder so. Okay, Das cool. reicht. Einmal im Jahr besuchen und dann ist gut. Super. Man hat ja auch keine Wie? Zeit, oder? Man hat wenig Zeit, oder? Man ist Aha. immer so beschäftigt, man hat viel zu tun, oder? Aha. Deswegen, ja, so ist das halt. Ja, hier in der Schweiz, man braucht mehr Zeit für Arbeit, oder? Ja, ja, das stimmt. Die Arbeitszeit ist lange. Konntest du schon gut sprechen, bevor du zu unserem Kurs gekommen bist? Bevor du zu Jacqueline gekommen bist? Konntest du das Ja. schon Deutsch sprechen, oder? Ja, die Kurs von Jacqueline hilft mir sehr gut, weil ich verstehe ein bisschen, aber wenn ich spreche, ich habe viele Probleme, weil ich vorher immer wechselt die zum Beispiel Verb. Manchmal, wenn du eine Sätze formuliere, muss umschließen mit Verb. Aber vorher ich habe ich viele Probleme mit Verb. Aber jetzt ich habe ich ein bisschen, nicht so viel, aber die Kurs von Jacqueline ist besser für mich. Weil sie spricht auch Portugiesisch und ich spreche auch Portugiesisch, wenn ich verstehe nicht. Und wenn sie erkläre, und dann ist es besser für mich. Ja, Ich denke, Jacqueline ist der beste Lehrerin. hoffe ich, dass du weiter viel Spaß hast und weiter dich verbesserst. Ja, ich Machst hoffe auch. du immer, bist du immer fleißig am Audio schicken? Schickst du auch deine Audios? Ja, manchmal, ich gehe auch in YouTube. Ich höre ein bisschen Musik. Dialog auch. Ich mag das auch machen. Und Und schickst du auch den Text? Sprichst du den Text? Die Audios für mh. Jacqueline am Abend? Ja, und ja, die Audio von Jacqueline für die Plattformen für Studierende. Und mit
Anki auch. Genau, mit der App, ja. Aber in Anki, ich denke, deine Voice, oder? Das ist richtig, ja. Das ist korrekt. Das stimmt. Ganz, ganz wichtig ist auch der Aussprachekurs. Ne? Der ist sehr wichtig, den musst du wirklich hören und nachmachen und mitmachen. Das Genau. bringt dich weit vor. Ne? Das stimmt. Das bringt dich ein Niveau höher, oder? Wenn du das gut machst. Das Ja. musst du fleißig lernen. Ne? Also, Dankeschön und Bitte. bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.